Ja, willkommen miteinander. Ich bin heute mit der Kerstin und dem Fausto im herrlichen Gustav im Zürcher Kreis 4. Wir haben gerade wunderschön gegessen und... Fantastisch gewesen. Und irgendwie hast du mit dem Fausto abgemacht, dass der Monatswein vom November, von Global Wine, uns noch präsentierst. Im Keller versteckt. Ganz genau, ja. Und dann haben wir gegessen und dann haben wir gedacht, wow, das wäre doch mal etwas. Toller Wein, toller Monatswein, das machen wir. Bester Sommelier, fantastischer Ort. Ganz genau. Ich freue mich. Sind wir im Keller, ne? Ah, können wir im Keller? Können wir im Keller. Super. Danke vielmals. Danke. Merci. Also Kerstin, ich sehe, du hast mich hier in den Weinkeller gebracht, vom Gustav. Und du hast mir den Monatswein zeigen vom November. Ganz genau. Und ich sehe schon, das ist Anima Negra Andos. Andos. Aus Mallorca. Ganz genau. Andos. Kannst du etwas dazu erzählen, ja? Die schwarze Seele, wie man sagt. Wir haben hier die kleine weiße Seele, genannt Pablo. Die wir mitgenommen haben, gell, wo ich schaue, dass das alles richtig kommt. Anima Negra ist so das bekannteste Weingut von der Insel von Mallorca. Mit dem kann man wirklich sagen, ist die Insel im Weinbereich bekannt worden. Also on the map. Genau. On the map, ganz genau. Ja. Und, was haben wir da für Trauben drin? Die Traubensorte ist über 70% jetzt. Das ist autochton, oder? Ist autochton. Also das heisst, etwas, was nur auf der Insel vorkommt. Ja. Dann haben wir ein bisschen Fogoneo, Montenegro und etwa 5% Syrah drin. Ja, super. Okay. Jawohl. Sollen wir probieren? Ja, gern. Danke dir. Gerne so dunkel, wie man denkt. Nein, Gaillette ist sehr eine helle Traube. Sehr das aromatisch. Heißt, sehr aromatisch auch, jawohl, sehr würzig. Schön. Und, ist jetzt 15 noch, gell? Ist 15 noch, sicher jung. Es ist ein Wein, den man wahnsinnig lang kann lagern kann. Aber er ist auch wunderschön jetzt in der Nase. Also ich finde, er ist jetzt unglaublich. Die Frische von der Frucht schon da, hat ein bisschen Würze. Ja. Und ist auch sehr süffig, also wirklich... Passt zu sehr, sehr vielen Gerichten. Ja, auch mediterrane Küche passt das. Sehr wie auch Fleisch, mag für beides. Ganz genau. Finde ich wirklich also sehr schön. Ja. Ja, jetzt weiss man, dass das Erfolg ist. Oder? Schön, ja? Ja, ist wunderschön. Ja, wirklich süffig, kann man nichts falsch machen. Grandios. Und übrigens, wer den Wein probieren möchte, kommt einfach zu mir an den Expo Vina. Schiff Stadt Zürich, Oberdeck, Standnummer 760. Ich bin dort. Und der Wein und vielleicht sogar der Pablo, der weiße Hund aus Mallorca. Ganz genau, mit einer schwarzen Seele. Global Wine, On Wine, Wein vom November. Salut. Zum Wohl. Salut.